Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem SmartEarth-Kanal. Ich bin Jonas und in diesem Video schauen wir uns die neue Abyss Space Sense Funktion an. Ich sage euch, was ist Space Sense, was kann man damit alles machen, wie sieht es im Betrieb aus und wie wird es eingerichtet. Und wir starten natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, in diesem Video möchte ich euch die Abyss Space Sense Funktion so ein bisschen zeigen und erklären. Als erstes, was ist Abyss Space Sense und was ist überhaupt Abyss? Abyss ist eine Marke von Signify. Zu Signify gehört auch Philips Hue. Abyss, also WIZ geschrieben, wird über WLAN eingebunden, die Leuchtmittel. Und bei Philips Hue ist es ja Zigbee und Bluetooth. Und Abyss ist so ein bisschen einfacher aufgebaut, für den breiteren Markt gedacht. Bei Philips Hue hat man einfach mehr Funktionen. Aber Abyss ist mittlerweile auch sehr im Kommen, ist auch mehr an den Märkten vertreten, in den Supermärkten und in den Baumärkten. Und wir schauen uns jetzt die neue Funktion an, die Abyss vor kurzem vorgestellt hat. Diese hat den Namen Space Sense. Mit Space Sense sollen die normalen Bewegungsmelder, Infrarotbewegungsmelder, überflüssig werden, denn die Lampen übernehmen diesen Part der Bewegungserkennung. Das funktioniert so. Die Lampen erzeugen ja ein WLAN-Feld bzw. sind im Verbunden miteinander und mit dem Router verbunden, wo sie angelernt werden. Und sobald jemand durch den Raum geht, wird das WLAN-Signal minimal gestört, also im kleinsten Bereich. Und dadurch erkennt dann die Abyss-App, dass ja hier eine Bewegung vorliegt und dann werden die Lampen entsprechend geschaltet. Das hat zwei Vorteile. Einmal benötigt ihr keine zusätzliche Hardware mehr, also keinen Bewegungsmelder. Zweitens gehen die Strahlen natürlich auch durch Gegenstände durch, bedeutet, selbst wenn kein Sichtkontakt vorhanden ist, wie es beim Bewegungsmelder ja immer sein muss, reagieren die Lampen auf Bewegung. Ein Nachteil ist aber, wenn ihr die Lampe jetzt im äußeren Bereich des Raumes habt, an der Wand und auf der anderen Seite ist ein Flur, kann es natürlich auch mal passieren, dass Bewegung erkannt wird, wenn auf dem Flur jemand langläuft. Das müsst ihr auf jeden Fall beachten. Abyss sagt selber, es macht auf jeden Fall Sinn, eine Lampe zu versuchen, in der Mitte des Raumes zu platzieren. Und eine vielleicht ein bisschen weiter äußeren Bereich. Voraussetzung für Abyss Space Sense ist die V2-App. Die V2-App ist mittlerweile erhältlich. Müsst also die neuere App von Abyss herunterladen und nutzen. Die ist komplett neu aufgebaut worden. Und dort dann die Space Sense-Funktion aktivieren. Und ihr müsst mindestens zwei Produkte haben von Abyss. Abyss sagt selber, Produkte ab September 2021 sollen kompatibel sein. Denn es kann natürlich sein, die Händler werden natürlich im September 2021 alle Produkte rausschmeißen und dann die neuen Produkte ins Sortiment aufgenommen haben. Also kann es immer noch mal sein, dass ihr ein Produkt erhaltet, wo Space Sense nicht gleich funktioniert. Dann meldet euch gerne an den Händler oder an Abyss direkt und fragt nach, was ihr machen sollt. Wahrscheinlich muss das Produkt dann ausgetauscht werden. Da gibt es jetzt noch kein Rezept für, um dann wirklich ein Produkt zu erhalten, was mit Abyss Space Sense kompatibel ist. Wenn ihr jetzt eins kauft, steht die Chance natürlich sehr hoch, dass ihr eins bekommt, was das kann. Wie ist Abyss Space Sense aufgebaut? Ich blende euch mal den Screen, ich glaube, ich mache es auf der Seite, wo man ein bisschen mehr sieht, mit ein. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie das aufgebaut ist. Also, ihr müsst euren Raum anlegen in der Abyss App. Das habe ich jetzt hier gemacht. Einmal die Linear Lightbar, die Malte euch im letzten Video vorgestellt hat. Und einmal das neue E27 Leuchtmittel mit, ich glaube, 2400 Lumen, also extrem helles Leuchtmittel. Habe ich jetzt hier in einem Raum hinzugefügt. Und das müsst ihr auf jeden Fall machen. Zwei Produkte ist Voraussetzung. Und dann geht ihr, wenn das denn von Abyss freigeschaltet ist, aktuell ist Space Sense noch nicht für die Öffentlichkeit da, sollte schon da sein, aber wenn das Video jetzt längere Zeit draußen ist, wird es wahrscheinlich so sein, dass es dann schon verfügbar ist. Ihr geht also unten auf Automatisierung, dann auf Space Sense hier rechts. Und hier könnt ihr dann das einstellen, wie Space Sense reagieren soll. Einmal die Einstellungen. Hier könnt ihr verschiedene Phasen festlegen. Bedeutet, ihr könnt verschiedene Punkte festlegen, also verschiedene Zeiten, in denen Space Sense entsprechend reagieren soll. Hier habe ich jetzt Phase 1 und hier könnt ihr jetzt sagen, die Dauer soll 24 Stunden, also den ganzen Tag dauern. Oder wir machen einfach mal ein praktisches Beispiel. 23 Uhr bis 05. Also als Beispiel, ihr möchtet ein Nachtlicht haben, wenn jemand auf die Toilette gehen möchte, soll ab 23 Uhr das Licht dann angehen, wenn Bewegung erkannt wird, und wenn es nach 5 Uhr ist, soll es nicht mehr angehen, dann soll es ausbleiben. Und das haben wir jetzt hier eingestellt, also von 23 bis 5 Uhr geht es an, wenn Bewegung erkannt wird, dann kann ich hier einstellen, was soll passieren, also warm weißes Licht, dann soll es einfach nur angehen, wie letzter Status, Tageslicht kalt weiß, dann könnte ich hier auch Entspannung und verschiedene Szenen festlegen und die Farbtemperatur.
Batterie auch speichern. Und was soll passieren, wenn jetzt kein Bewegung mehr erkannt wird? Also wenn jetzt jemand nicht mehr im Raum drin ist, kann ich hier unten einstellen, aus, das ist ja die klassische Funktion, so wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Oder ihr sagt auch warm weiß oder kalt weiß oder auch verschiedene Szenen. Zum Beispiel machen wir es gleich nochmal, dass das Licht hell wird, wenn Bewegung erkannt wird. Und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, soll es auf Nachtlicht runterdimmen. Und das können wir natürlich dann auch einstellen. Und hier oben kann ich dann noch die Empfindlichkeit einstellen von 1 bis 9. Geht jetzt nicht, weil zum Verstellen muss Space Sense direkt aktiviert sein schon. Der Schieberegler ist noch nicht an, deswegen kann ich es gerade noch nicht einstellen. Das zeige ich gleich aber im Betrieb. Ja, das ist eigentlich schon die Einstellung von Space Sense. Hier könnte man natürlich noch eine zweite Phase hinzufügen, dass man sagt, von 5 bis 20 Uhr soll das Licht nicht angehen oder soll dann halt mit einem anderen Farbton angehen. Aber das für die Vorstellung macht es jetzt auf jeden Fall Sinn, hier zu sagen, wir machen eine Phase und dann natürlich auch 24 Stunden. Ja, dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich mich jetzt bewege. Ihr seht, ich habe nicht keinen Bewegungsmelder hier. In der App ist kein Bewegungsmelder aktiviert und so sieht das dann aus. Also ich bewege mich nicht und die Lampen gehen wieder aus. Bewege mich wieder, gehen die Lampen wieder an. Und das kann man ganz gut sehen, wenn man jetzt hier das Licht einfach mal ausmacht. Sieht man, dass es jetzt in so einem so Reset-Ton, also entspannen eingeschaltet wurde, so wie der letzte Zustand war. Und jetzt sage ich einfach mal, ich möchte aber warm-weißes Licht haben, wenn keine Bewegung mehr erkannt, wenn Bewegung erkannt wird. Und aus soll es dann sofort wieder gehen. Also ich bewege mich nicht. Und bewege mich. Und allein durch die kleinste Störung des WLAN-Signals reagieren die Lampen darauf und stellen eine Bewegung fest. Und dadurch werden die Lampen dann entsprechend geschaltet. Hier könnte ich jetzt sagen, nach einer Minute soll das Licht erst wieder ausgehen. Deswegen geht es jetzt auch so schnell wieder aus, weil ich gesagt habe, wenn keine Bewegung erkannt wird, soll das Licht sofort wieder ausgehen. Wir machen jetzt mal warm-weiß an und sagen, wenn es ausgeht, möchten wir aber kalt-weißes Licht haben. Also bewege ich mich, wird das Licht warm-weiß, bewege ich mich nicht mehr, geht es auf kalt-weiß. Und so ist dann schon eine richtig gute Funktion, die wir hier haben. Könnte aber auch sagen, wenn es ausgeht, möchte ich aber Nachtlicht haben. Und das ist genau die Funktion, die ich am Anfang des Videos angesprochen hatte. Wird die Bewegung erkannt, gehen die Lampen an, wird keine Bewegung erkannt, wird es auf Nachtlicht geschaltet. Vielleicht ist es runtergedimmt. Also, wir nehmen jetzt mal an, man steht auf, geht zur Toilette. Die Lampen erkennen eine Bewegung, dann wird das Licht hochgedimmt, solange die Bewegung halt erkannt wird. Und wenn ich wieder rausgehe aus dem Raum oder dem Flur, entsprechend wo die Lampen gesteuert sind oder eingebunden sind, wird das Licht wieder auf Nachtlicht gedimmt. Man sieht es ganz gut, das ist glaube ich 1% Helligkeit. Und so kann man halt ganz gut das einstellen, so wie man das halt möchte. Und das ist schon die Space Sense Funktion. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber dadurch kann man halt wie gesagt Bewegungssensoren, einsparen, müsste also keinen Bewegungssensor mal irgendwo hinbauen, Bewegungsmelder hinbauen, der für Infrarottechnik funktioniert. Und so kann man dann halt ganz normal die Lampen nutzen, die man hat, als Bewegungsmelder. Und das klappt, wie gesagt, richtig gut. Ich zeige euch nochmal die verschiedenen Empfindlichkeitsstufen, kommen also jetzt mal in den Raum rein und dann schauen wir einfach mal, was passiert, wenn die Lampen dann angehen. Fangen wir mit 9 an.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Vorstellung zu Space Sense ganz gut gefallen. Ihr konntet so einen kleinen Einblick gewinnen, wie das Ganze funktioniert. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Abonniert auch gerne den Kanal. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und auch beim nächsten Video stellen Malte und ich euch das Neueste aus der smarten Beleuchtung zuvor. Vielen Dank und bis dann.